hallo, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Also ich komme aus der Uniklinik Essen, aus der Neurologie, bin Facharzt für Physiologie und Neurologie, bin dort Lehrverantwortlicher. Ich möchte ein bisschen was zum Z-Curriculum sagen und der Umsetzung der neuen Approbationsordnung. Bei dieser neuen Approbationsordnung hat man irgendwie so den Vergleich zum Klimawandel, irgendwie solange es nicht richtig brennt, macht keiner was, ne? Und da ist es auch so, und wir wissen nicht so genau, was da kommt. Aber da kommt einiges, und dieses Z-Curriculum ist ein ganz essentieller Bestandteil darin, und deswegen möchte ich die nächsten Minuten nutzen, einmal darüber zu sprechen. Für viele ist ja noch nicht mal der NKLM so ein richtiger Begriff, also deswegen lohnt es sich einmal nochmal darauf zurückzuziehen, dass eben hier die Kompetenzbasierung ein ganz wichtiger Faktor ist. Der Medizinische Fakultätentag ist dafür verantwortlich, diesen zu gestalten. Und um so ein kleines bisschen das nochmal abzugrenzen, also irgendwie ist ja schon ein Begriff, weil den gibt es ja seit 2015 und weil er nicht richtig umgesetzt wurde, weil liegt vor allen Dingen daran, weil es ein Empfehlungscharakter ist. Und dann denkt man sich ja immer so, wir haben ja eigentlich schon immer gute Lehre gemacht. Ich weiß das auch, eigentlich habe ich es ähnlich gelernt und bin ja auch ein guter Neurologe geworden, also wird so bleiben. Insofern verändert sich aber jetzt über die Zeit was. Und dann gab es eben diesen NKLM 2.0, der 2021 veröffentlicht wurde und der weiterhin diesen Empfehlungscharakter hat. Wenn man da aber reinschaut, dann ist das eine ganz essentielle Weiterentwicklung, die eben große Ziele hat. Aktuell ist sie eben bei den Fakultäten zur Überprüfung, weil man muss natürlich dann, wenn das sozusagen im Schlösschen gebaut ist, nochmal gucken, was sozusagen auch die anderen dazu sagen. Und da gibt es Weiterentwicklungen, das heißt, wir arbeiten gerade dran, dass dann dieser 2.1 kommt. Das ist sozusagen die eigentliche Blaupause, die sozusagen für den Implementationsstart gedacht ist, weil wir brauchen einen kurzen Anlauf dahin, um dann sozusagen zum 3.0 zu kommen. Und der ist der, der wird zur Approbationsordnung, die dann 2025, vielleicht 2026 kommen soll, dann eben die verbindliche Grundlage sein. Und das nicht nur so ein bisschen, sondern die fängt voll an. Und jeder Studierende, der studiert, wird darin dann plötzlich sozusagen ausgebildet. Und damit ist richtig was los, was sich dann verändern wird. Ein kleiner Überblick nur, dass sich sozusagen schon von Prüfungsformen viel verändern wird, wird Examina sich verändern. Wir kennen das sozusagen, dass natürlich auch Reformstudiengänge in der ganzen Zeit, auch als der NKLM entstanden ist, schon überlegt haben, wie können wir es anders machen. Ich spreche hier sehr viel von Regelstudiengängen und die haben ja dieses Standardschema mit Vorklinik und Klinik relativ abgegrenzt. Examina begründen das Ganze und das wird sich ganz schön auftrennen. Die Prüfungsmodalitäten sind auch noch in der Diskussion, ob das so eng wird, mag ich bezweifeln, dass sozusagen im zweiten Studienjahr dann dieses M1 so kommt, da sind neue Diskussionen drin. Trotzdem, es wird so sein, dass plötzlich diese sozusagen Trennung von Vorklinik und Klinik vollständig aufgegeben wird und das ist sehr, sehr wichtig aus meiner Sicht. Denn dieses sogenannte Z-Curriculum möchte verknüpfen, und zwar die grundlagenwissenschaftlichen Inhalte mit klinischen Inhalten und auch die praktischen Fertigkeiten. Und damit passiert jetzt etwas, und da bildet sich vielleicht auch dieses Z ab, was jetzt sozusagen wirklich das Neue sein soll. Wir haben es natürlich in gewissen Teilen schon gemacht, aber weg von Vorklinik, wir haben es gelernt, es kam die Prüfung und man hat fast nicht mehr verknüpft zu klinischen Inhalten, dass man sehr, sehr früh anfängt, sozusagen mit dem Grundlagenwissen klinische Inhalte zu verknüpfen. Und auch wir als Neurologen sind da sehr gefordert und ich zeige auch gleich, warum. Denn zu sagen, es wird ganz anders aufgebaut sein. Und zwar gibt es jetzt Grundlagenziele und dort gibt es bestimmte Fokuserkrankungen, die sich aus diesen Grundlagenzielen entwickeln. Und das wird im ersten bis vierten Semester so sein. Das heißt also, auf diese Fokuserkrankungen möchte ich gleich noch zu sprechen kommen. Anders verhält sich es dann ab dem fünften Semester. Da ist es eher eine Grundlagenvertiefung aus, die sich aus den Erkrankungen her entwickeln. Das heißt also, da holen wir die Vorklinik in die Klinik hinein. Und das ist auch nochmal so ein Punkt, wo man sagen muss, vor allen Dingen ich sozusagen auch als Physiologe höre sehr viel in den vorklinischen Fächern die Sorge, dass ihnen dort Kompetenzen entrissen werden. Ganz anders ist es nämlich der Fall, weil wir holen sie dann auch in die Klinik. Pathophysiologie wirklich gelebt, das wird richtig gut und insofern ist das etwas, wo man, glaube ich, auch das ganze Konstrukt wirklich loben muss, wenn das so umgesetzt wird, wie es aktuell geplant ist. Also
sozusagen nochmal der Punkt auf die Fokuserkrankung. Und wenn man sich einfach sozusagen mal ins Internet begibt und den NKLM 2.0 aufruft, dann kommt man auf erstmal so eine nicht sehr übersichtliche Seite. Die ist natürlich vollgepackt mit Informationen und ich bitte Sie, wer sich dafür interessiert, wirklich da jetzt heute Abend mal drauf zu gucken und da ein bisschen durchzumanövrieren. Ich will Ihnen kleine Hilfestellung geben. Da schauen Sie sich erstmal schon an in den Reitern einfach nur die Erkrankung römisch 6. Gucken Sie sich die Erkrankung an und dann vielleicht, wenn Sie es besonders interessiert, Nervensystem und Psyche, das tatsächlich als Block zusammen über sozusagen die Argumentation dahinter müssen wir, glaube ich, jetzt nicht sprechen. Es ist sozusagen so geplant und unter diesem Nervensystem und Psyche kriegt man dann sozusagen unsere Erkrankung, die wir lernen. Und zwar ziemlich detailliert und zwar sehr fein granuliert. Und jetzt wollten wir auf den Punkt der Fokuserkrankung reingehen, weil das ist ein Thema, was sehr, sehr wichtig ist, denn diese Fokuserkrankungen müssen mit Start der Approbationsordnung direkt gelehrt werden in den ersten 4 Semestern. Punkt. Und die müssen dann auch geprüft werden. Und um sozusagen dieses Constructive Alignment, also sozusagen Lehre und dann auch die Prüfung, alles wirklich an einem Bindeglied zu haben und das auch richtig abbilden zu können, weil die Prüfung ist ja eine IMPP-Prüfung, das ist nach GK. Das heißt also, die Studierenden fragen Sie, wo bin ich denn da ausgebildet worden? Da was an der Prüfung ist, habe ich bei Ihnen nicht gelernt und das ist ein Problem. Das heißt also wirklich, da ist Feuer dann da und insofern klicken Sie auf Fokus da oben drauf und Sie sehen was. Sie sehen die Erkrankung, die wir lehren müssen in den ersten 4 Semestern. Das sind epileptische Anfälle, ischämischer Schlaganfall, spontane intrakranielle Blutung, Bandscheibenpathologien, radikuläre Syndrome, Demenzsyndrome. So. Das muss bis dahin fertig sein. Und wenn wir uns einmal kurz den Blick gönnen, und zwar in die epileptischen Anfälle, nur ein Screenshot da mal rein. Sie sehen ganz links sozusagen auch nochmal so den Blick darüber, Grundlagen, Diagnostik, Therapie, Notfall, was muss wo sein. Dann steht da so ein H und so ein W. Ja, aber dann ist es tatsächlich W wie Wissen und H wie Handlungskompetenz. Und das ist wirklich gefordert und wenn man sich jetzt da das erste anschaut, dann steht irgendwie Grundlagen in Grau und gar keine Grundlagen dazu. Wenn ich aber sozusagen in den Einblick in die Querverbindung gucke, das sehen Sie gleich dort hier in der Mitte, dann steht hier, ich versuche es mal mit der Maus ein bisschen umrahmen, auch schon rot markiert, naja, also trotzdem müssen wir wissen, Prinzipien normaler Strukturen, Funktionen. Klar sind Ionenkanäle wichtig, klar kommen dann langsam die Medikamente einher und so weiter und so fort. Das heißt also, Sie nehmen sich bitte sozusagen den epileptischen Anfall und bauen an dem drumherum ein Gerüst auf, was Sie dann nutzen, um all das sozusagen abzugrenzen und auch ganz am rechten Rand die empfohlenen Fächer. Das heißt also, wen bauen wir dort mit ein? Das ist sozusagen schon dort hinterlegt, aber das ist halt sozusagen alles sozusagen des Organisationsgeschicks Ihres Lehrverantwortlichen, wie das jetzt passiert. Und um sozusagen so ein bisschen dieses Fazit zu bringen, ist es aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig, dass wir jetzt anfangen zu handeln. Wir müssen uns anschauen, was tun wir aktuell, welche Partner haben wir, sogenanntes Mapping, weil Sie werden rauskriegen, ach, das machen wir alles doppelt oder dreifach, weil das hatten wir vorher in der Vorklinik schon, jetzt kommen wir nochmal in der Klinik dahin. Wenn wir das sozusagen gut mappen, dann können wir Redundanzen vermeiden. Wir sollten die Chancen nutzen, der Austausch mit den vorklinischen Kollegen, wie mich zum Beispiel als Physiologen, es macht dann auch richtig Spaß, wenn man sozusagen wieder einander ist und auch sagt, okay, das bauen wir jetzt gut aus für die Studierenden. Sie haben auch erstmalig richtig die Chance, eine gute Lernspirale zu bauen, nämlich aufzubauen auf den nächsten Themenbereich. Das ist eine Gruppe und das wird deswegen sehr, sehr spannend. Sie können Schwerpunkte setzen, die Fakultäten können wirklich sagen, die Fokuserkrankungen, die da jetzt drinstehen, das sind die, die sein müssen, aber Sie können andere auch noch nehmen. Sie können Ihren Schwerpunkt rausarbeiten und Sie können vor allen Dingen die Attraktivität der Neurologie schon ganz früh aufzeigen, weil Sie eben die Studierenden in ganz frühen Semestern haben. Sie können sagen, was die Neurologie bietet, Lust machen. Sie haben sie früher in Dissertationen und insofern, glaube ich, haben wir dort wirklich auch ein gutes Instrument an der Hand, aber es macht Arbeit und wir sollten jetzt beginnen. Vielen Dank. Gibt es Fragen? Vielen herzlichen Dank. Darf ich mal eine Frage ins Publikum richten? Wer kennt denn das NKLM schon? Können sich die Leute mal melden, wer das schon kennt?
Ja, dafür, dass es das schon seit so vielen Jahren gibt, ist es leider noch ganz oft nicht angekommen bei den tatsächlich Lehrenden. Es ist ein sehr, sehr komplexer Katalog. Du hast ja jetzt nur einen Teil davon gezeigt. Ne? Also da rollt was auf uns zu. Das hast du auch genauso gesagt. Das müssen wir. Und es ist tatsächlich nicht so, dass das in den Studiendekanaten abgehandelt wird. Das werden wir in den Kliniken zu sehen bekommen. Und da werden wir uns in den Kliniken drauf einstellen müssen. Deswegen ist es sehr wichtig, dass du das nochmal hier dargestellt hast. Danke dir. Sonst Fragen? Von online gibt es keine Fragen, nein. Also auch Zuhörer online noch, fordere ich nochmal auf, gerne Fragen zu stellen. Wir sehen die hier live. Aber hier gibt es noch eine Frage. Kurz eine Anmerkung. Aber ich meine jetzt nicht, das, was Sie gerade gesagt haben, ist ja alles schön und richtig. Aber eigentlich ist es doch eigentlich immer so gewesen. Also ich meine, wenn man sowas lernt, also ich meine, das klingt jetzt gerade so, wie als ob die Welt gerade neu erfunden wird. Aber eigentlich, ich weiß nicht, also ich komme aus einer ganz anderen Zeit raus, im letzten Jahrtausend gelernt. Ja. Aber da war es doch auch schon so. Also ich meine, wenn es einen für Epilepsie jemand sich interessiert hat, ne, dann war doch das erstmal schief, funktioniert das denn eigentlich. Na gut, da musste man immer sozusagen diesen Split machen, dass man halt wieder gucken musste, die Physiologiebuch wieder gucken. Das, was ich übrigens heute immer noch mache. Ne? Also viele Dinge vergisst man wieder, dann guckt man wieder ins Biochemiebuch, ins Biologiebuch und ja, man sucht sich das zusammen. Ja, wenn man Dinge versucht zu erklären, das ist letztendlich ja eigentlich eine Sache, die man eigentlich ja immer lernen sollte. Also nach meiner Auffassung her. Also ich wundere, dass das jetzt so morgen wieder als Neuheit verkauft wird. Ich glaube, wir müssen aufhören über. Ja. Ganz klar, aber wenn wir diese Sache aufmachen, dann stoppen wir hier nicht, sondern es ist einfach so, dass die Studierenden geprüft werden und dass sie sozusagen wirklich den Auftrag haben, die dahin zu führen. Und wenn die Prüfungen nach dem vierten Semester sind, dann müssen sie es bis dahin gelehrt haben, und zwar genau diesen Katalog. Und wir können nicht über sozusagen Sinn und Unsinn jetzt diskutieren, sondern ich will nur aufrütteln, dass sozusagen, nee, okay, ja, klar, aber... Klar, und tatsächlich ist sozusagen in der Physiologie und Neurologie, es macht wunderbar Spaß, das beides zu lehren, und das ist auch wirklich sozusagen das, was wir sagen, leben sollten. Ja. Hier kam auch noch ein Kommentar von online, wo ich finde, der zeigt es ganz gut. Danke, dass Sie bewusst noch einmal auf die Chancen für die klinischen und die Grundlagenfächer aufgezeigt haben. Also das, glaube ich, passt ganz gut, wovon wir vielleicht zunehmend profitieren können und sollten. Ja. Ich denke, wir müssen weitermachen.